So, heute ein Paket bekommen aus Frankreich mit Tiere, die mir geschickt wurde. War jetzt 2 Tage unterwegs, Montag, Dienstag. Nein, war also jetzt insgesamt 3 Tage unterwegs, von Montag bis Mittwoch. Wir haben heute Mittwoch. Hier ist eine ordentliche Öffnung. Also 3 Tage unterwegs. Ich bin jetzt halt einfach mal gespannt. Andere Seite sieht gut aus. Wie es da drin aussieht. Moment. Ich werde das Paket auch mal abmessen. Ja, das ist jetzt also ein Paket mit 31 cm Länge. Ungefähr 21 cm Breite. Nehmen wir der Vollständigkeit halber auch noch die Höhe. Na, wo sind wir? Mit der Kamera hier. Die hat 17 cm. Ja, ihr müsst entschuldigen. Ich habe niemanden da, der mir die Kamera führt. Deswegen muss ich das alles versuchen. Hier mit einer Hand und der Kamera allein zu managen. So, also die Maße soll jetzt keine Kritik sein. Ja, also darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich will nicht irgendwas vorwerk kritisieren. Ich will es einfach nur mal zeigen. Es ist auch nicht verkehrt, jetzt möglichst, was heißt, kleine Paketmaße zu nehmen, weil die einfach schneller befördert werden. Ja. Und ich habe jetzt eigentlich auch nur ein Pärchen Zoolea bestellt, Zoolea Lobipes, und in L4 bis L6 ist da gestanden. Jetzt das interessiert mich halt nur, wie das so funktioniert von Frankreich nach Deutschland in 3 Tagen und in welchem Zustand dann die Tiere da ankommen. So, bis ich jetzt dieses Paket geöffnet habe, lege ich mal die Kamera aus der Hand und dann machen wir weiter. So, ich habe jetzt das Paket geöffnet. In dem Paket liegt bei, wie man die Tiere halte und versorgen soll. Ich will jetzt nicht den Namen des Züchters hier preisgebe, weil ich einfach nicht weiß, ob der damit einverstanden wäre. So, und jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an. Ja, das sind auch schon die Behältnisse. Mich interessiert auch, ob da irgendwo ein Feedback drin ist. Ich verschicke mittlerweile meine Tiere schon mit Feedback. Ah doch, dann. Nein, ist keins. Entschuldigung, wegen der Ende ist die Kamera schlecht gefühlt. Doch, hier haben wir eins. Hier ist ein Feedback, aber das ist auch nicht mehr warm. Was eigentlich auch nicht zu erwarten ist. Ja, nachdem das jetzt schon 3 Tage unterwegs ist, so lange halte ich die Text nicht. Ja, was soll ich sagen, zur Verpackung könnte besser sein, aber man wird sehen, für die Tiere war das absolut
ausreichend. Jedenfalls habe ich den Eindruck, die Tiere sind heil angekommen. Das ist ja das Entscheidende. Und ich bin mir auch sicher, dass der Züchter genau weiß, was er tut. Der macht einen sehr professionellen Eindruck. So, ich muss es leider wieder die Kamera aus der Hand legen, bis ich hier die Buchse aus dieser Verpackung befreit habe. Moment. So, da wären wir wieder. Also die Tiere sind wohlbehalten angekommen. Wenn die Lichtverhältnisse nicht so toll sind, müsst ihr das entschuldigen. Ich habe jetzt nur Licht von der Seite übers Fenster, aber wir haben heute zum Glück einen sonnigen Tag. Ich denke, das wird das Weibchen sein. Das ist das größere Tier. So genau haben wir es jetzt nicht angeschaut, aber ihr seht, Tiere machen guten Eindruck. Mich interessiert jetzt eben auch deswegen sehr, weil ich ja selber regelmäßig jetzt immer noch Tiere verschicke. Und da also schon die Winterverpackung wähle und auch ein Heatpack immer reingib. Und ich frage auch immer dann, ich sage auch immer den Abnehmern dieser Tiere, die ich verschicke, sie sollen mir doch erstmal bitte schreiben, ob die Heatpacks noch warm waren, wenn die Tiere angekommen sind. Aber man kriegt da meistens leider keine Rückantwort, wenn die Tiere mal da sind. Aber was ich weiß, ist, dass die Tiere, die ich bisher verschickt habe, auch alle heil angekommen sind. Das ist ja letzten Endes die Hauptsache, die einen da interessieren muss. Aber als Züchter hat man natürlich immer gern möglichst viel Feedback, was das, viele Rückmeldungen. Rückmeldungen sind da interessant, um auch in Zukunft die Tiere entsprechend gut verschicken zu können. Ja, also, die Tiere machen einen guten Eindruck. Ich lasse die jetzt sich erstmal an die Raumtemperatur gewöhnen. Ja, das ist jetzt leicht unter Raumtemperatur, würde ich sagen, hier angekommen. Etwas unter Raumtemperatur, ja. Ich soll sie jetzt erstmal an die Raumtemperatur gewöhnen. Und bevor ich die jetzt in ein Terrarium setze mit 28 bis 30 Grad, ja, dann kriege ich einen Schock. Das mache ich nicht. So, wunderbar. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Also auch an dieser Stelle anonymerweise beste Grüße an den Züchter. Das hat hervorragend geklappt. Ich bin hochzufrieden, freue mich wie ein kleines Kind. Wunderbar. Also, dann bis zum nächsten Mal. Gerne das Video teilen. Gebt dann bitte einen Daumen nach oben, halt, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten, wie immer, bleibt neugierig, immer auf Entdeckungsreise. Wir sehen uns im nächsten Video. Ging es leider zu schnell, ich habe es auch gegengelegt, aber wie man sieht, sind sie sofort ans Futter gegangen. Hier das Männchen. Also auch nach 3 Tagen Versand sind die Tiere bei bester Gesundheit, gehen sofort ans Futter. Mehr kann man sich nicht wünschen. So, jetzt ist aber zu Schluss. Hier noch eine schöne Aufnahme zustande. Oder? Ja. Also,
Von Solaire werdet ihr natürlich noch mehr hören. Ich bin ja auch gerade dabei, das Terrarium für diese Art fertig zu bauen. Da wird es noch viel zu berichten geben. Bleibt gespannt. Bleibt neugierig. Endgültig finito.